warum ihr euer hart verdientes Geld nicht irgendwelchen Mindset-Coaches in den Hals werfen solltet, sondern mir mit meinem Programm. Mann, Alter, Andi! Was denn? Nichts, nichts. Jakob, du kleine Maus. Na? Ari, wo steckst du? Wir müssen ein Stand-up drehen. Ich bin im Auto unterwegs. Das klingt gar nicht, als ob du fährst. Doch, ich bin im Stau. Im Stau bin ich. Im Stau. Gut, er mag's nicht. Okay, aber dann müssen wir jetzt das Stand-up besprechen. Ja, nee, mega. Stand-up, ja. Okay, pass auf. Der Neymar bringt am Donnerstag seine erste Modekollektion bei Peek und Kloppenburg raus. Was soll denn da das Logo sein? Eine Schwalbe? Verstehe ich nicht. Oh, Christina Koch hat 328 Tage im Weltall verbracht. Länger als jene Frau zuvor. Im Baumgarten hat sie auf 4 Minuten die Mütze verbrannt. Rekord. Ja, Rekorde. Du, Jakob, ist mir gar nicht so wichtig. Okay, einen habe ich noch. Deutschland wird immer pornosüchtiger. Im Schnitt schauen die Leute 12 Sekunden länger als letztes Jahr. Ich meine, das wäre doch mega witzig, wenn du einfach erklärst, was man noch alles in 12 Sekunden machen kann. Ich meine, die 6-Sekunden-Challenge auf TikTok zweimal, 100 Meter in Rekordzeit laufen. Oder so einen CDU-Parteivorsitz abgeben, ne? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Du, Jakob, mit dem richtigen Mindset ist alles möglich. Auch Stand-up? Mein Coach sagt ja immer, man muss sich langfristige Ziele setzen. Also nicht heute, sondern nicht heute. Ich leg mal auf, ja? Ciao, bis gleich. Hallo zu Gute Nacht, Alter, der neuen Late Night hier auf YouTube, nur für euch, ihr kleinen, süßen Digital Natives. Christian Lindner gefällt das. Christian Lindner war übrigens auch der Typ, der gesagt hat, es gibt keine Probleme, es gibt nur dornige Chancen. Wie so ein richtiger Life-Coach. Wo wir schon, also heute ist der Tag der Überleitung, wo wir schon beim Thema wären, Mindset, Leute, ihr kennt mich. Das Gym ist mein Zuhause, Sport ist meine Religion. Oh Gott. Manchmal frage ich mich dann auch, wenn ich den 15. Ultramarathon mit Joey Kelly durch die Wüste von Nevada dann absolviert habe. Ariane, bist das wirklich du? Möchtest du dahin? Wo kommst du her? Wer bist du eigentlich? Und dann schaue ich mir schon mal Videos an. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Doch. Du kannst. Mach einfach immer weiter und weiter und weiter. Meine Timeline ist voll von diesen Videos. Guckt euch das Mess doch mal an. Das ist natürlich aus Recherchezwecken. Also ich musste das beruflich. Ich gucke ja sowas privat. Also beruflich muss ich sowas gucken. Aber es gibt Leute, die das privat gucken. Denn der Hashtag Mindset hat fast 20 Millionen Posts auf Instagram. Und im Prinzip sehen die alle so aus wie der hier. Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Oh! Der Shia LaBeouf, der ist aber auch ein guter Coach. Du, da bin ich top motiviert. Man darf das aber nicht falsch verstehen, ne? Das mit dem Mindset, das ist nicht einfach nur so ein Motivationstraining. Das ist Workout für die Seele. Das kommt aus den USA und das hat immer recht, weil in der Theorie versucht man dich dann im Leben erfolgreich zu machen, reich zu machen, glücklich und vor allem selbstbewusst. Entscheide dich für dich. Triff auch diese Entscheidung. Entscheide dich. Ja, ich habe es verstanden. Man soll sich, glaube ich, für die Entscheidung entscheiden, um dann am Ende die Entscheidung für sich entschieden zu haben. Entscheidung. Das ist ja ganz klar. Wer es aber groß gemacht hat, ist der Amerikaner Tony Robbins. Das ist quasi der Godfather, der Mindset-Guru schlechthin. Scream I, if you've done this experience. Oh, come on, let me hear you. What happens when you play the child? Who always wins? Ja. Der Tony Robbins ist auch für deutsche Coaches ein Riesenvorbild, weil die Szene hier auch immer größer wird. Ich mache mal ein bisschen Name-Dropping. Der Ben Autara, der Christian Bischoff. Karl S. und mein absoluter Liebling, der Dirk Kräuter, das sind die größten, wichtigsten Köpfe der Szene. Und fällt euch jetzt irgendwas auf? Also so ein paar Gemeinsamkeiten. Vom Salat schrumpft der Bizeps. Ja, ganz genau. Diese sprechenden Oberarme, die füllen in Deutschland 2019 fucking Hallen.
Das ist huge, ey. So sieht so ein Massencoaching von und mit Christian Bischoff aus. Und der Typ war ja vorher Basketballtrainer und jetzt ist er Life-Coach. Und ich finde es gar nicht so unlogisch. Von Defense, Defense zu Do it, Do it ist es gar nicht so weit. Und er hat auch ein Programm. Das heißt, die Kunst, dein Ding zu machen. Und damit tourt er wie so ein Rockstar durch Deutschland, füllt Hallen und die Leute kommen in Scharen. Na, Gott sei Dank sind die Tickets sehr preiswert. Also wirklich, da ist man bei schlanken 220 Euro bis 450 Euro dabei. Ist einfach ein Schnapper. Und ob man es glaubt oder nicht, der ESO-Christian und die ganzen anderen Mindset-Muckiberge, die sind harte Social-Media-Stars. Deren Headline-Game, ey, da ist BuzzFeed Non-Verein dagegen. Aber irgendwas scheint ja dran zu sein. Ne? Es geht ja wie geschnitten Brot. Und insgeheim wollen wir alle extrem attraktiv werden. Extrem reich und geil. Ja, wie nur? Christian, erklär's uns. Wie? Jetzt zeige ich dir eine 3-Schritte-Anleitung, wie jeder, auch du, Millionär werden kann. Ach was? Ja, erzähl mal. Schritt Nummer 1. Setz dir das unumstößliche Ziel, Millionär zu werden. Okay. Ziel gesetzt. Schritt Nummer 2 mit dazu. Finde dein Talent. Talent. Ja, Talent habe ich. Ja, hallo, na klar, es ist ein Talent. Upschneiden, na klar. Dritter Punkt, wie ich Millionärin werde. Christian, schieß los. Punkt Nummer 3. Geduld. Scheiße, habe ich nicht. Und jetzt vorbei, oder was? Nee. 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 Weiter, weiter, immer weiter. Das sagen sogar die. Vielleicht gibt es da ja so einen Mindset-Coach, der besser zu meinem Mindset passt. Ja, es geht schneller. Ich habe schneller geschafft. Ich habe 4,5 Jahre gebraucht. Nee, 2,5 bis zur ersten Million, 4,5, bis ich finanziell frei war. Hatte einen super Coach, habe genau die Dinge von ihm gelernt, die da drin stehen. Ja, geil. Also, Bodo Schäfer, es geht also schneller, wenn ich dein Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit kaufe. Das ist ein geiler Tipp. Wie sieht das denn wohl der Karl S.? Alle, die mich fragen, Karl, was ist denn der beste Weg, um anzufangen, ist der allerbeste Weg, und da glaube ich zu 100% dran, ist diese beiden Kurse abzuchecken, die ich gebaut habe. Ach so. Es geht schneller, wenn ich Tickets für deine Kurse kaufe und dahin gehe? Ja, cool. Ja, mir dünkt, der beste Tipp von Mindset-Coaches, um richtig reich zu werden, ist also, in Mindset-Coaches zu investieren. Das ist ja genial. Da muss ja erst mal drauf kommen, ne? In kurz heißt das, Mindset-Coaching ist ein lukratives Geschäftsmodell. Mit diesen ganzen Workshops und diesen Live-Auftritten, 1-zu-1-Coaching und das finde ich am besten, Kinderbüchern. Dieses Kinderbuch heißt Ein Hund namens Money. Und die kleine Klefthöhle da unten sagt, spielerisch zu Erfolg und Wohlstand. Also, da hakt's doch, ey. Und da gibt's einen anderen, der hat die Affinität zu runden Zahlen. Das finde ich sehr angenehm, denn sein Programm soll 2000 Euro gekostet haben. War schon lächerlich, was der Kollege sich da ausgedacht hat. Das Programm heißt natürlich Alpha Mentoring Programm. Und ich glaube, das lohnt sich hart. Deswegen stehe ich an eurer Seite, wenn ihr mir folgt. Wenn ihr an meiner Seite steht, Alpha. Deswegen stehe ich an eurer Seite, wenn ihr mir folgt, wenn ihr an meiner Seite steht. Alphas? Say what? Das ist ja genial, das ist Poesie. Das ist genauso gut wie mir nach, ich folge euch. Der Kollege einfach. Und dann gibt es natürlich jetzt immer noch Zweifler, die sagen, was? Mindset-Coaching und Kollege, das passt ja gar nicht zusammen. Aber jetzt mal im Ernst. Alpha-Mentoring und Mindset-Coaching haben in der Tat wahnsinnig viel miteinander zu tun. Weil beide haben radikal egoistische Menschen- und Weltbilder. Es geht nämlich im Prinzip nur darum, der Beste, der Stärkste, der Reichste zu sein und seine Gegner hinter sich zu lassen. Aber was ist eigentlich mit den Leuten, die da nicht mitmachen wollen? Was ist eigentlich mit den Leuten, die nicht zu den Siegern und Siegerinnen dieser Gesellschaft gehören? Die meisten Menschen, die kein Geld haben, die würden auch nicht investieren, sonst hätten sie ja Geld. Ja, genau. Diese Leute ohne Geld, die nicht investieren wollen oder wahrscheinlich eher nicht können, ne? Wie alleinerziehende Mütter oder Menschen, die ihre Verwandtschaft pflegen. Oder Jakob, ja? Kurzum, Durchschnittsmenschen haben in der Welt der Dirk Kräuters nichts verloren. Das sind Menschen zweiter Klasse. So, wenn ihr ein Beispiel braucht, sehr gerne. Schaut euch mal folgenden Clip an.
wo Dirk Kräuter wahnsinnig dynamisch den Strand entlang walkt und währenddessen im Hintergrund jemand den Strand aufräumt. Und achtet mal ganz genau darauf, wie der Verkäuferpapst vom Niederrhein auf diesen Menschen reagiert. Er wird nie arbeitslos, weil er jeden Morgen die Algen, das Seegras zusammenfegt. Jeden Morgen. Und an manchen Morgen ist wenig und an manchen ist viel. Aber jeden Morgen macht er das. Die Natur hat hier so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Liest er Bücher? Macht er sich Gedanken über Erfolg, über Karriere, über Geld? Nein. Ja, warum macht er denn das? Vielleicht will er gar nichts von Erfolg und Karriere und Geld wissen. Vielleicht will er gar kein Buch kaufen und darin lesen, weil er ganz andere existenzielle Probleme hat, wie so Kleinigkeiten, Miete zahlen, Familie annähern und so ein Schnickschnack. Das Schlimmste ist, sich irgendwas zu wünschen und nicht ins Handeln zu kommen. Das ist das mit Abstand Schlimmste. Witzig. Ich finde nämlich dich am schlimmsten und deine ganzen Coaching-Freunde mit euren jeder gegen jeden Kalendersprüchen. Aber gut, man muss euch eins lassen, dieses Hokuspokus, ja, dieses Gewinn-Mindset, das hat ja schon gewisse finanzielle Vorteile, weil halt die Leute richtig gutes Geld bezahlen, um mal personality-technisch auf links gedreht zu werden. Obwohl, was die können, kann ich ja auch. Man braucht halt nur ein Opfer, also einen Kunde. Schwächlinge, ihr kennt mich als Ariane, die Maschine, alter Weltrekordhalterin, Fitnessguru und Entrepreneurin. Ich weiß ganz genau, dass ihr genauso krass und erfolgreich sein wollt wie ich. Glückstag! Ich habe mich dafür entschieden, meine Geheimnisse mit euch zu teilen. Das ist Alter. Mein Training teilt sich in drei Disziplinen. Los geht's mit Fitness. Du bist ein Löwe! Bist du ein Mann oder eine Maus? Du glaubst, dass du weißt, aber du weißt nicht, dass du glaubst. Und jetzt, wo ich euch fit gemacht habe, ist es Zeit, den Körper und das neu gewonnene Selbstbewusstsein einzusetzen. Kurzum, jetzt wird gedatet. Also ich liebe ja Radiohead, ne? Aber die Solo-Sachen von Tom, die sind auch super spannend, total verkopft. Ja, voll, ja. Starte Dating-App. Wow, du siehst toll aus. Danke. Ach du, ich verliere mich einfach in deinen wunderschönen Augen. Hast du Pfeffer auf dem Kopf, weil du bist so schön? Zu dir oder zu mir? Warum eigentlich nicht? Ah, jetzt, wo du fit bist und es privat anscheinend auch ganz gut läuft, ja, da fehlt eigentlich nur noch eins zum absoluten Alterstatus. Ich rede von Kohle, von Moneten, von Tassa. Ari, mach dich rein. Jakob, du schuldest mir noch 500 Euro. Haben wir nicht 5 gesagt? Ich hab... Nee. Das? Das ist zu wenig. 5 Euro war nur die Anmeldegebühr, aber hast ja schon 2 Kurse belegt. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Ach, Jakob, ey. Aber auch dafür habe ich eine Lösung, meine jahrelangen Methoden, ja, habe ich ja ewig geprobt. Und deswegen wirst du in 0,0 jetzt reich. Echt? Ja. Hier. Da. Ich soll jetzt nicht wirklich. Du hast anscheinend die App nicht angeguckt. Das ist ein Überfall! Alle auf dem Boden und ruhig bleiben! Los! Oh mein Gott! Immer weiter! Sei Alter! Geil! Zeig's ihnen! Das ist ein Überfall! Probier auch du es aus. Unter www.dasistalter.de und sicher dir jetzt 20% auf deine erste Woche mit dem Promotion-Code. Lass dir von schmierigen Mental-Coaches nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist Alter. Maschine. Chaka.
So, ihr Alters, ich hab euch jetzt krass gemacht. Das bedeutet für euch, es ist Zeit, was zurückzugeben. Könnt ihr hier mal ein Abo dalassen, Glocke nicht vergessen und hier draufklicken, ist ein Premium-Video. Die Vagina im Deutschrap. Verstanden? Das war super. Pussy, ich gehe jetzt in die Miller, da treffe ich die Mirella von mir relativ egal, die ist auch mega erfolgreich. Dann machen wir mal einen harten Business-Talk, wie man so groß und geil und mega wird. Könnt ihr mal einschalten, Donnerstag 18 Uhr. Hier war das, ja.